Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Ja, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Traindreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da, so auch heute. Und ich möchte euch natürlich heute ein paar schöne Fortschritte wieder mal zeigen, die ich zum Bau meines... Ich musste selber lachen bei meinem Projektnamen, den ich habe. Das ganze Ding heißt Harzbahnhof. Völliger Schwachsinn, ich weiß, das ist kein Harzbahnhof, das ist ein Steampunk-Bahnhof. Aber er wurde aus Harz gedruckt, aus Kunstharz, aus Resin. Deswegen Harzbahnhof. Also bleibe ich erstmal dabei, bis ich einen Namen gefunden habe. Ich muss mir also echt mal noch einen Namen überlegen, der da so ein bisschen passend für einen Steampunk-Bahnhof ist. Mein oberer Bahnhof, der kleine oben am Industriegebiet, der nennt sich ja Dobbingen. Manch einer wird es noch wissen, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich über Dobbingen berichtet habe oder überhaupt was gebracht habe dazu. Und jetzt halt hier unten der kleine Bahnhof. Hier später kommt ja, wie gesagt, der große Hauptbahnhof nochmal hin. Vielleicht habt ihr Namensvorschläge, vielleicht habt ihr Ideen, wie man diesen Bahnhof hier unten nennen könnte. Und ja, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, weil ich bin noch ein bisschen ratlos zurzeit. Ein paar Ideen habe ich, aber vielleicht deckt sich das ja so ein bisschen mit den Vorschlägen, die ich vielleicht hoffentlich von euch bekommen werde. Mal gucken, ob es funktioniert. Im Hintergrund zeige ich euch jetzt, wie ich die Bahnsteige gemacht habe. Die hatte ich mir ja im 3D-Drucker in der letzten Folge, habe ich es gezeigt, ausgedruckt. Außer das Teil hier vorne, den besitze ich schon eine ganze Weile, denn der sollte ursprünglich ein Bahnsteig werden, oben für Dobbingen. Den muss ich mir also nochmal irgendwann neu ausdrucken. Und habe natürlich, wo ich die Schrägen an der Seite gedruckt habe, vielleicht hat man es eben gesehen, bildet sich da so ein bisschen wie so eine Art Treppe, ja, weil diese Filamentdrucker, die machen ja Schicht für Schicht. Das musste ich also alles nochmal abschleifen. Man sieht ja auch unterhalb oder zwischen meinen Fingern so ein bisschen diagonale Linien. Das habe ich nachher, da komme ich nachher noch zu, auch noch ein bisschen verspachtelt und verschliffen. Es muss nicht 100% weg sein, weil es sind ja Strukturen, die irgendwo da drinnen sein können. Und das ist überhaupt nicht weiter schlimm. Hier habe ich jetzt den Stoß ein bisschen noch kaschiert. Das hatte ich ja neulich an dem größeren Bahnsteig, wo das Gebäude drauf kommt, auch gemacht. Da, ja, ich kann keine 40 cm im 3D-Drucker drucken. Das so großen, so ein großes Gerät habe ich dann auch nicht. Ich komme nur bis 22 oder sowas. Also müssen ja irgendwo ein paar Klebepunkte sein und die möchte ich natürlich so unsichtbar wie möglich haben. Ihr seht auch schon, wenn ich hier die Linien nachziehe, das muss nicht alles 100% korrekt sein. Ja, das mag ich ja sowieso nicht. Wer mich kennt oder wer mich schon eine Weile schaut, der weiß, dass auf alles ruhig ein bisschen benutzt, verranzt aussehen, ein bisschen schief, krumm. Manchmal sind ja so Betonplatten, die liegen nicht so richtig, gerade hier in dieser Steampunk-Ära. Da kann das ruhig alles ein bisschen, das muss nicht perfekt sein, das darf auch gar nicht perfekt sein. Ihr seht schon, hier habe ich das Ganze jetzt versucht ein bisschen zu verspachteln. Auch die Kante vorne, diese Überhänge zum Bahnsteig hin habe ich ja angedeutet. Auch die sind nicht immer perfekt. Müssen sie auch nicht, wie gesagt, das möchte ich gar nicht, weil ich habe hier keinen im Jahr 2020 gebauten Bahnhof. Gut, 24 in dem Fall natürlich doch gebaut. Aber ihr wisst, was ich meine, was es darstellen soll. Ja, das kann also ruhig alles ein bisschen älter sein. Hier sprühe ich das Ganze jetzt natürlich mit einer Farbe an. Ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang des Videos ins Bild gehalten habe. Das ist also ein Grauton, der mir sehr, sehr gut gefällt. Der kommt auch so ein bisschen, na, Beton wäre es ein bisschen dunkel. Aber mir gefällt er. Ist ein schöner Grauton irgendwo. Und auch hier habe ich jetzt mit einem kleinen Trick gearbeitet. Ich habe in mein... Sehr unkonventionell, sage ich euch gleich. Mensch, ich habe wieder mal ein Ding am Kopf. Ich habe einen Tropfen Öl reingemacht. In meine Farbe, in meine Airbrush-Farbe habe ich, aber wirklich nur ein Tröpfchen. Nicht mal hier so ein Blub oder sowas, sondern ein feines Tröpfchen. Und somit habe ich an verschiedenen Stellen so einen leichten Schlieren-Effekt drin in der Farbe. Nicht das, was man da sieht. Das sind tatsächlich die Sachen, die ich verspachtelt habe. Man sieht es immer gar nicht so einfach hier, aber es ist ein Schlieren-Effekt drin und wenn man im Live davor steht, sieht man das oder wenn man es weiß, sieht man es. Das reicht mir ja schon. Hier mache ich eine gelbe Linie als das kennt man ja, ne? Weiß oder gelb, das ist halt im Geschmack ein bisschen, ich fand gelb recht hübsch. Was ist so weiß, wäre mir das zu weiß gewesen. Nein, ich finde das schön mit den gelben Linien. Ja, das ist also schön, weil ich ja wieder nichts nachbaue, was hier in Deutschland so existiert, sondern eben was völlig Freies. Und da kann man auch eben eine gelbe Linie machen. Ich bin der Meinung, habe ich sogar schon in echt auch gesehen. Und ja, wie gesagt, dann habe ich jetzt diese beiden Bahnsteige mir erstmal soweit fertig gemacht. Habe die Airbrush behandelt, habe die Linien drauf gedruckt und werde natürlich jetzt die
gleich noch zum Schluss fertig behandeln. Jetzt erstmal eine kurze Stellprobe mit dem Gebäude oben drauf. Wie gesagt, da sind sie. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich sie reingeschnitten hatte. Natürlich hier noch in Weiß. Das Ganze wird ja auch weiter bearbeitet, ist ja auch klar. Und da habe ich mich jetzt nicht entschieden, sondern ich habe jetzt als letzten Schritt dann die Bahnsteige versiegelt. Das mache ich hier mit dieser Farbe von Lecho, die ich gerade hier reinhalte. Und da habe ich mir so ein Näpfchen gekauft oder so ein ganzes Set davon. Mehrere solche Behälter mit einer Strahlkugel gleich drin. Da habe ich zwar in anderen Formen auch da, aber hier brauchte ich das mal ein bisschen, wo ich sagen kann, diese Farbe, die einfach viel, viel zu dick ist, die war ja wie, weiß ich gar nicht, wie Gel oder sowas. Das kann ich ja nicht durch die Airbrush schieben, das geht ja gar nicht. Hab mir also so eine kleine Flasche fertig gemacht, mit einer Kugel drinnen, eine Beschriftung drauf gemacht, so dass ich immer weiß irgendwo, was ist da auch drinne und in welchem Mischungsverhältnis ist drin. Also wenn es interessiert, ich habe die Farbe tatsächlich im Mischungsverhältnis von 1:4 angerührt. Das sieht man auch in der Kugel, wie leicht die sich jetzt drehen kann unten drin, ja. Während man das vorher, wenn ich das gedreht habe, da ist die so ganz langsam, wie gesagt, das war, also du kannst dann nicht sprühen, das geht gar nicht, kannst vielleicht mit dem Pinsel gut auftragen, aber das wäre mir dann zu dick gewesen und dann hast du auch diese Pinselstriche irgendwo drauf, wenn du so dicke Farbe so aufträgst, das passt nicht. Jetzt sehen wir es, habe ich es eingefügt und wenn man genau hinschaut, sieht man sogar die Schlieren hier in dieser Aufnahme ein bisschen, ja? Und habe jetzt das Ganze natürlich versiegelt, damit sich auch die gelbe Linie, das war mein erster Gedanke dabei, die gelbe Linie nicht vielleicht aus irgendwelchen Gründen mal selber lösen kann. Also sowieso eine matte Farbe ist das, Seidenmatt oder Satinmatt. Und da soll ja nichts glänzen, ist ja auch klar. Das ist noch nicht die endgültige Behandlung. Das heißt, die ganzen Gebrauchsspuren, alles, was da jetzt noch so drauf kommt oder wo die Treppenaufgänge sind und so weiter, das wird noch später gestaltet, wenn es angebracht ist. Jetzt habe ich mir erstmal mein Gebäude vorgenommen. Das kriegt jetzt einen ganz, ganz groben Farbanstrich, Ansprühstrich. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also ich sprühe es nur erstmal ganz grob an. Ich gebe mir natürlich Mühe, hier nicht sinnlos irgendwo die Farbe raufzupatschen. Mir ist auch hier wichtig, ich wollte es nicht mit Farbe, mit dem Pinsel bemalen, sondern es sollte eine schöne, gleichmäßige Oberfläche geben. Bestimmte Dinge wie Schäden oder irgendwas anderes, wo ich sage, das ist ein Gebrauch, also ist ein Haus, was in Benutzung ist, das kommt auch später, ja. Ihr kriegt wirklich erstmal nur eine Grundierung drauf. Ich habe jetzt die Dächer, das habe ich nicht gezeigt, auch noch ganz, ganz leicht übersprüht, nicht wirklich dick, so dass man eventuelle Sprühfehler, die ich habe, wo ich dann doch oben aufs Dach gekommen bin, auf das Weiße, wegkriegt, ja, dass man da eben nicht so unterschiedliche Farbnuancen drin hat, die ich gar nicht will. Ich habe natürlich viele Farbnuancen drin, aber die ich halt möchte. Und deswegen noch mal ganz kurz über das Dach, so mit der Farbe auch drüber gegangen. Aber nicht wirklich so wie unten, sondern nur so ein bisschen. Da sieht man ja auch, das Dach ist ja immer noch weiß irgendwo. Und besprühe mir jetzt das Dach, damit ich dann entsprechend auch hier eine Grundierung drauf habe. Achtung an alle, die so ein bisschen meckrig veranlagt sind, was ja auch okay ist. Hier ist es in dem Fall so, dass die Dächer, dass die Farbe auch nur als Grundierung anzusehen ist. Ja, dass ich die Masse weg habe, dass ich es geschafft habe, dass die Dachziegel noch aufgrund der dünnen Farbe zu sehen sind. Ja, wenn ich jetzt zu dolle drüber gehe mit normaler, mit Pinselfarbe oder sowas, das passt nicht so richtig. Also hier eine Grundierung, das ist ein schönes Braun. Das wird später noch ein bisschen aufgehellt werden. Das wird heute allerdings nicht unser Thema sein. Das wird also im nächsten Video sein. Jetzt habe ich es erstmal nur grundiert und habe es erstmal fertig gemacht. Und jetzt bin ich auf meinem Basteltisch hier drüben schon natürlich einen ganzen Schritt weiter, weil ich euch in der nächsten Woche zeigen möchte, wie ich das Gebäude weitergestalte. Und hier seht ihr jetzt die Position, wo das Ganze hinkommen soll. Wir sehen einmal den breiten Teil hinten, wo das Häuschen hinkommt. Und hier vorne, wenn ich im Videotitel geschrieben habe, ich glaube, ich habe es gemacht, dass ich an meine Grenzen gehe, meine ich damit natürlich nicht an meine persönlichen Grenzen, sondern an die Grenze des Machbaren, was bei mir so machbar ist hier auf der Modellbahn. Jetzt entferne ich erstmal ganz kurz die Sicherung von dem Signalbrücke hier vorne. Und jetzt sehen wir gleich, was als nächstes passieren wird. Erstes mal zwei Grenzen. Die erste Grenze sehen wir auf der rechten Seite. Der Bahnsteig geht tatsächlich bis zur Modulgrenze, bis zur Anlagengrenze nach vorne hin. Den musste ich hochsetzen, ansonsten wäre es alles zu schmal geworden. Das war gar nicht geplant. Es sollte eigentlich hinter dem Holz noch stehen. Ich musste jetzt aber auf das Holz gehen, damit meine Züge, gerade die breiteren Kollegen, so wie diese Dampflok, dass die, wenn die hier vorne, das zeige ich euch aber alles gleich noch, wenn die hier vorne, jetzt sehen wir es mal von oben, was ich meine, die müssen ja einen gewissen Abstand zum Bahnsteig haben. Ich möchte es aber natürlich so eng haben, dass ich sagen kann,
meine eventuellen Preiserleins, die müssen ja nicht 1,50 Meter Sprung machen, um aus dem Waggon auszusteigen oder aus dem Wagen auszusteigen, sondern die kommen immer noch bequem raus als virtuelle. Ne, virtuell sind sie ja nicht, aber zumindest als Preiserleins. Ne? Und hier sehen wir es. Die Lok hat vorne angeeckt. Ja, okay, die ist eben ein bisschen krumm an der Einstellung, das muss ich natürlich einstellen. Wir sehen es aber, dass die vorne aneckt. Also musste ich den Bahnsteig zurückziehen, zum Glück genau bis zur Anlagenkante, also bis zu dem Holzanfang, was ich da habe. Und dann hat es gepasst und ich bin tatsächlich mit einem Millimeterchen vorbeigekommen. Vergesst bitte immer nicht den großen Zoom, den ich hier habe, wenn ich jetzt hier auch drauf halte. Ich bin also wirklich sehr, sehr dicht rangegangen, dass man das mal sieht, wie eng das im Grunde genommen ist. Aber auf der anderen Seite sieht man auch wieder, dass man einen relativen Abstand immer noch zum Bahnsteig hat, wenn man davor steht, ja, wenn man drauf kommt. Ganz wichtig war mir auch der Atomix Reinigungswagen. Und ich mache gleich noch eine andere Einstellung, nämlich hier. Hier sehen wir, dass nämlich zum Glück die Schräge mir das Ganze ein bisschen gerettet hat. Das heißt, wenn die Dampflok vorhin so rumkam, ja, wenn die drüber geht, ist die über der Schräge und konnte noch ein bisschen über den Bahnsteig rüber. Das ist nämlich die zweite Grenze, von der ich sprach, die ich sprengen muss. Konnte ich natürlich dann wirklich gerade so rum. Und ich habe alle meine Modelle probiert, die ich da habe. Und ich habe hier einige noch stehen, die ihr gar nicht kennt, die ich euch auch ganz gerne in der nächsten Zeit mal präsentieren möchte. Gerade wenn ich sie umbaue. Auch bei den Wagen habe ich alle ausprobiert, ob die über diese Stelle rüberkommen. Das ist wirklich der einzigste Knackpunkt jetzt zurzeit. Außer oben bei Dobbingen, da war ich mal genauso eng. Das ist aber schon 2 Jahre her, dass ich gezeigt habe. Vielleicht werde ich es mal irgendwann mit einflechten und irgendwann euch mal zeigen. Aber ihr seht, es funktioniert und es betrifft tatsächlich nur diese schräge Rausfahrt über die Weiche. Wenn man gerade rausfährt, ja, was soll da passieren? Also funktioniert sehr gut. Ich bin zufrieden. Breitere Modelle kommen bei mir eh nicht in Frage, weil das möchte ich nicht. Sogar diese langen Personenwagen werde ich wahrscheinlich kaum oder gar nicht einsetzen. Ich werde mehr mit diesen Donnerbüchschen da hinten arbeiten. Die gefallen mir deutlich besser für meine Modellbahn. Ja, gerade wenn es eben so im Steampunk-Modus, im Steampunk-Aussehen irgendwo gemacht werden soll. Hier sehen wir noch mal einen ganz kurzen Schwenk nach rechts. Hier seht ihr das Modul, was ich erst vorletztes gebaut hatte. Und ich denke, das passt. Und mit diesen Bildern lasse ich euch schon wieder alleine oder lasse ich euch ins Wochenende oder wann auch immer das Video schaut. Ich würde sagen, bis nächsten Freitag 16 Uhr die kleine Ankündigung. Ich habe jetzt Urlaub 14 Tage. Es kann passieren, dass ich es nicht schaffe, zum nächsten Freitag ein Video zu bringen. Aber ich werde alles dafür tun, dass ich es mache. Ihr wisst, ich habe es selbst aus dem Krankenhaus schon mal gesendet. Also ich denke, es wird ein Video kommen. Wenn nicht, wundert euch nicht. Aber wie gesagt, ich werde wohl schon da sein. Macht's schön gut. Tschüss, euer Uli.